Charlottenburg in Bewegung. Ich bin Oliver Springer und heute in Charlottenburg Nord zu Gast ist Sabine Sukrow, Inhaberin von Mooncut, einem Friseurgeschäft im Heilmannring. Hallo. Hallo. Als jemand, der selbst in Charlottenburg Nord lebt, weiß ich, hier ist es schön grün, hier ist es ruhig, aber los ist hier nichts. Die Gegend, die kennt man ja eigentlich nur, wenn man hier aufgewachsen oder zur Schule gegangen ist oder halt hier gearbeitet hat. Korrekt. Ich habe hier eine Familie gegründet und bin dadurch hierher gekommen und es ist circa jetzt so fast 20 Jahre her. Daher kenne ich die Gegend sehr gut. Ja, habe mir halt hier denn alles aufgebaut, ne? Zu Hause, Garten, den Laden. Und dann hast du dich dafür entschieden, weil du die Gegend kennst, auch hier den Laden zu eröffnen? Ja, ich hatte natürlich schon in vielen Läden gearbeitet gehabt. Jahrelang für Umlauf sind ja sehr bekannte Läden und hatte denn damals meine Tochter bekommen gehabt und habe gedacht, eigentlich mach einen kleinen süßen Laden auf. Die Miete war toll und wollte einfach was Neues schaffen. Und hier in der Gegend, da gibt's ja nicht so viele Ladenflächen. Nein. Wie schwierig war es denn, einen freien Standort zu finden? Sie werden jetzt lachen, das war gar nicht schwer. Das Exposé hing bei Edeka Heckerdamm aus. Und dann hatte ich mir das angeguckt gehabt und dachte so, klasse, ich wollte ja keinen Riesenladen haben, sondern ich wollte einen kleinen Laden haben, wo es gemütlich ist. Und ja, und jetzt sind wir schon 12 Jahre fast hier. 12 Jahre schon. Und ein Vorteil aus geschäftlicher Sicht ist ja auf jeden Fall, dass es hier nicht sehr viel Konkurrenz gibt, um es ganz vorsichtig zu sagen. Korrekt, korrekt, ja. Sehr korrekt, ja. Ich nehme an, der Großteil deiner Kundschaft, der wohnt hier in der Nähe. Ja. Kommen auch Menschen aus anderen Teilen der Stadt? Ich habe ja damals mir viele Gedanken gemacht gehabt und zuerst wollte ich eigentlich nur so ganz wenig so. Und dann wusste ich gar nicht, wie gut er sich aufbaut, dieser Laden. Und hatte natürlich auch Aktionen gestartet, Werbung gemacht, auch Couponkunden. Und die kommen von überall her, auch Brandenburg. Bis hierher? Bis hierher. Falkensee, also alle. Und ich kenne Gott sei Dank ganz viele schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Also wie gesagt, bin ja schon 20 Jahre hier. Und da ist halt einfach die Verbundenheit auch da und die Loyalität meiner Kunden. Das auf jeden Fall. Aber da muss ich nochmal nachhaken. Also klar, wenn man schon mal Kunde gewesen ist, dann nimmt man auch mal eine weitere Strecke in Kauf. Die Leute, die weit weg wohnen, die waren aber früher mal hier wahrscheinlich, oder? Genau, ich habe hier in der Nähe gearbeitet gehabt und daher kannte ich viele Kunden schon. Also ich habe jetzt keine Akquise gemacht, dass ich jetzt gesagt habe, kommt her oder so. Sie hatten mich dann selber gefunden gehabt und das Witzige ist, eine Kundin, die hatte ich im anderen Laden, das war meine erste Charlottenburger Kundin und sie kommt heute noch zu mir und da hat man halt die Kinder auch groß wachsen sehen. Ne? Also die sind jetzt alle groß, haben jetzt einen Beruf und es ist sehr schön. Klar, also wenn man zufrieden ist, dann wechselt man nicht ohne Grund. Wenn man so auf der Suche nach einem neuen Friseurgeschäft ist, klar, dann sucht man in der Nähe. Wenn man sich wohlfühlt, dann kann das wirklich sehr lange halten. Also meine Friseurin, die arbeitet mittlerweile auch selbstständig. Ja, ich glaube, falls es sowas gibt, dann müsste ich jetzt ungefähr 25-jähriges Kundenjubiläum sozusagen bei ihr haben. Ja. Und sie war halt auch schon an verschiedenen Standorten und war für mich gar keine Frage, dass ich dann dahin gehe, wo sie dann arbeitet. Das ist ja schon eine Dienstleistung, bei denen es für viele Kunden wirklich auf den Menschen ankommt. Korrekt, ja. Und Haarschnitt ist ja auch Vertrauenssache. Was fällt dir noch an weiteren Gründen vielleicht ein, warum das so lange hält? Man ist einfach zusammengewachsen. Das sind einfach nicht nur Kunden für mich, sondern das ist schon Teil einer Familie geworden. Und ich freue mich auch, dass sie so loyal mir gegenüberstehen. Man kennt halt die Oma, den Opa, die Kinder, die Enkelkinder. Manchmal begegnet man sich hier in Kiez oder trifft sich irgendwo und ist ja hier sehr kleinräumig, sage ich jetzt mal so. Und dadurch sieht man sich natürlich auch privat und hat sie halt einfach groß wachsen sehen und man kennt ihre Sorgen, ne? Und es ist ja auch keine einfache Zeit und man hat halt immer ein offenes Ohr als Friseurin. Und eigentlich sehe ich meine Kunden eher als meine Familie mit an. Ja, eine gute Freundschaft. Und mein Glaube war immer, dieser Laden ist ja entstanden. Ich habe den Laden selber eingerichtet und habe gesagt, ich werde mich nicht an eine Firma praktisch, man kann sich ja an Wella oder L'Oreal, sondern ich möchte selber
wissen, was sind gute Produkte. Ich möchte davon überzeugt sein. Und wenn ich gute Produkte habe, dann kann ich es auch gut meine Kunden versorgen dort mit und kann halt auch gute Arbeit abliefern. Und es war immer mein Wunsch, nicht an eine Firma gekoppelt zu sein, sondern halt selber die Freiheit zu besitzen. Das ist gut für meine Kunden, das entscheide ich. Und bis jetzt habe ich da auch immer positive Resonanz bekommen. Also den Kunden nicht irgendwas aufdrücken müssen. Genau, es ist hier kein Verkaufsladen. Es ist, ich kenne das noch von früher, von meinen anderen Arbeitgebern, man musste immer verkaufen. Hier ist es kein Zwang. Ich kenne den Kiez gut. Wir müssen alle das Geld ein bisschen zusammenhalten und sie sollen freiwillig zu mir kommen und sie sollen mich freiwillig fragen, was kann ich tun? Und ich helfe sehr, sehr gerne. Und manchmal kommen sogar die Hunde und wollen was. Und die Hunde kommen auch, ja. Erzähl mal ruhig was davon. Ja, genau. Also wir haben hier verschiedene, also ich besitze selber einen Hund, der liebt hier alle Hunde. Und die Hunde gehen ihre Gassi-Geh-Runde immer hier vorbei und holen sich ihre Leckerlis ab. Sie wissen, im Sommer steht immer eine Wasserschale da für sie. Sie wissen immer, ich habe an der Tür meine Leckerlis-Schachtel, wo sie dann kommen und sich freuen und schon mir halb die Tür eintreten, weil sie wissen, sie werden von uns gekrault und sie werden halt auch lieb gehabt. Ne? Ja. Du hast ja mir im Vorgespräch gesagt, ein Kiezfriseur, wo man sich kennt und nicht anonym und gleichgültig ist. Genau. Genau. Zum Beispiel, hier ist ja auch eine Grundschule. Ich kenne die Mama und die Kinder laufen hier morgens alleine den Weg lang. Sie wissen ganz genau, wenn irgendwas ist, sie können jederzeit hierher kommen. Sie haben hier einen sicheren Ort, wenn sie Probleme haben oder irgendwas benötigen oder hingefallen sind oder sonst irgendwas. Sie wissen, hier ist die Anlaufstelle, wo sie immer hinkommen können. Und dann sieht man natürlich, irgendwann sind sie nicht mehr Grundschule, irgendwann sind sie Oberschule. Und es sind alles meine Kunden und darüber freue ich mich natürlich sehr. Seit wann bist du als Friseurmeisterin selbstständig? Selbstständig bin ich jetzt genau nächstes Jahr, im Juni, 12 Jahre. Ja. Und davor, wie viele Jahre hast du davor schon in dem Bereich gearbeitet? Ich habe immer gearbeitet. Also natürlich hat jeder seinen Werdegang in der Jugend. Ja, ich habe am Anfang eine Lehre bei Leiser angefangen und es war gar nicht meine Sache, weil ich war immer schon ein kleines Kind und habe immer vor den Friseurläden gestanden und fand den Geruch einer Dauerwelle zum Beispiel so toll und wollte immer Friseurin werden und hatte nicht leider gleich das Glück, eine Friseurlehre zu kriegen. Habe mich aber immer weiter beworben und habe dann meine Lehre bekommen und seitdem bin ich Friseurin, habe ausgelernt, ich glaube 96 habe ich ausgelernt. Seitdem bin ich Friseurin, habe am Schaufrisieren teilgenommen und es ist halt meine Leidenschaft. Ne? Also ich kann mir auch für mich nichts anderes vorstellen. Und die Gegend hier ist super, weil es halt so familiär ist und weil man halt so, man ist nie alleine. Man ist immer irgendwie, hallo, wie geht's Ihnen, alles gut und ja, das ist toll. Also bei den Füßen angefangen und dann beim Kopf gelandet. Korrekt. Ich muss aber fragen, wie riecht denn eine Dauerwelle? Na, sie riecht alkalisch schon. Jetzt mit der Zeit natürlich, mit den Jahren, empfinde ich es jetzt nicht mehr als so toll. Ja, sondern immer so, hat schon einen beißenden Geruch manchmal. Man muss halt auch oft den Laden dann lüften. Aber damals fand ich das so toll, auch diese Luft beim Friseur, das war immer in meinem Kopf gewesen. Ich habe mir damals auch als Kind, meine Mama hat mir damals nicht erlaubt, eine rote Strähne, da habe ich mir Lippenstift in die Haare gemacht. Also ich weiß, dass, wie es ist, wenn man jung ist und als Kind was haben möchte. Ne? Also deswegen kann ich auch gut auf Kindern eingehen und ihre Bedürfnisse sind meine Bedürfnisse. Ne? Ein eigenes Geschäft zu betreiben, das bringt ja eine ganze Menge zusätzlicher Aufgaben so über das eigentliche Arbeiten hinaus mit sich. Andererseits natürlich auch ein großes Stück Freiheit. Wie hast du den Schritt in die Selbstständigkeit erlebt? Bin ich ehrlich, ich habe es mir leichter vorgestellt. Also da war ich sehr blauäugig. Ich habe es mir nicht so schwer vorgestellt. Also ich habe seit Jahren keinen richtigen Urlaub gemacht. Es hat immer gehapert an Angestellte oder an Personal. Ich habe jahrelang alleine mit einer Angestellten gearbeitet. Wir waren vorher auch zu dritt. Meine andere Angestellte ist leider verstorben. Und jetzt haben wir aber die dritte im Bunde gesucht und ich glaube einfach an die drei Musketiere. Einer für alle, alle für einen. Und das war immer mein Lebensmotto. Und ja, wenn man selbstständig ist und krank ist und die Einzige ist, die schneidet, dann muss man den Laden schließen. Corona hat es uns allen nicht einfach gemacht. Es hat mich ganz schön umgehauen.
Und bin da auch ganz stolz auf meine Kunden, dass die danach sofort wieder gekommen sind, trotzdem immer nachgefragt haben, Biene, wie geht's dir, hältst du durch und alles. Ja, es ist schwierig und man kann nur von einem Jahr zum anderen Jahr denken, heutzutage leider. Wahrscheinlich war es aber auch ganz gut, nicht alle Schwierigkeiten vorher zu kennen, denn wenn man weiß, was alles auf einem zukommt, dann lässt man es vielleicht. Es hätte sein können, ja. Von daher, glaube ich, ist es sogar wirklich besser, so lieber ein bisschen blauäugig reinzugehen, weil man sich sonst selbst davon abhalten würde wahrscheinlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Warum hast du den Laden Mooncut genannt? Ja, das war damals so eine Idee. Ich habe mich hingesetzt und wollte halt mich abheben aus der Gegend und bin hier rumgelaufen und habe mir mal alle Friseursalons angeguckt. Hab halt überlegt, natürlich mit Bekannten, was kannst du machen, um was anderes einfach auf die Beine zu stellen. Und da ist uns zusammen der Name Mooncut eingefallen. Muss ich auch nochmal Danke sagen. Und habe mich wirklich jahrelang nach dem Mondkalender gerichtet. Der liegt hier auch immer aus. Und es gibt bestimmte Mondphasen und Sternzeichenphasen, wo man halt das Haar waschen sollte oder färben sollte oder wann man das schneiden sollte. Und wollte halt was Spezielles in diesen Kiez bringen. Muss dazu sagen, dass wenn zum Beispiel Kinder kommen möchten, dann kommen sie. Ja, oder wenn Erwachsene kommen möchten, dann kommen sie. Und natürlich fragen sie öfters mal nach, Pino, welche Mondphase haben wir denn jetzt? Ist es überhaupt lukrativ? Und dann gucken, zeige ich ihnen das gemeinsam. Das sind auch die Erfahrungen sammeln. Und dann, ja, und dadurch ist dieser Laden Mooncut entstanden. Könnt mir auch nichts anderes jetzt mehr vorstellen. Für alle, die noch nicht hier selbst vorbeigelaufen sind, wo befindet sich der Laden? Der Laden befindet sich fast am Jakob-Kaiser-Platz. Das ist die U7. Das ist im Heilmann-Ring 14. 13627 und Bus fährt hier auch? Der 123er, genau, fährt direkt bis Hofackerzeile, genau, und man kann hier direkt aussteigen. Es ist 2 Minuten zu Fuß. Ja, höchstens von der Haltestelle aus würde ich sagen, gerade mal eine. Oder so, ja, kann auch sein. Wann habt ihr geöffnet und wie bekommt man einen Termin? Braucht man unbedingt einen Termin oder kann man auch mal vorbei gucken so? Wo ich alleine gearbeitet habe, war ich nicht so flexibel. Wir haben ja jetzt eine ganz tolle neue Angestellte seit August und da sind wir doch relativ flexibel. Natürlich ist es mir lieber, wenn man anruft und nachfragt, weil man will ja auch diese Zeit halt einplanen und nicht die Kunden zwischen Tür und Angel bedienen. Deswegen ist mir persönlich eine Terminvergabe immer lieber. Und wir haben von 9 bis 18 Uhr und Samstag nach Vereinbarung. Samstag mache ich immer als Chefin meistens alleine. Da bin ich dann halt da, wenn die Kunden mich brauchen, bin ich immer da. Wenn Hochzeiten anstehen oder Anlässe, auch montags. Ansonsten arbeiten wir von 9 bis 18 Uhr. Also ansonsten ist der Montag der Ruhetag? Der Ruhetag, genau, wo ich dann halt alles als Selbstständige erledige. Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht arbeitet. Nein, genau. Und wie kriegt man die Termine? Telefonnummer vielleicht, könnten wir sagen. Okay, das ist die 030 20 98 63 72. Da könnten Sie uns von 9 bis 18 Uhr immer erreichen. Das setzen wir auch auf unsere Website. E-Mail-Adresse geht auch? Oder für Termine nicht so gut? Für Termine nicht so gut. Also lieber das persönliche Gespräch, damit ich genau weiß, was gemacht werden soll, wie lang zum Beispiel die Haare, welche Strähnentechnik angewandt wird und damit einfach die Kommunikation mit dem Kunden da ist und ich genau weiß, welche Haarlänge. Und so tragen wir ja unsere Zeiten auch ein. Deswegen ist mir ein persönliches Gespräch immer lieber. Ihr seid bei Facebook zu sehen irgendwo? Ja. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin technisch nicht so ganz begabt, aber wir sind bei Facebook und wir sind auch bei Instagram. Und ich habe eine ganz liebe Tochter, die hilft mir dabei, die aktuellen Fotos immer reinzustellen und was so aktuell gerade bei uns ist. Und man könnte uns unter www.mooncut.de halt sehen und Instagram-Seite, genau, einfach unseren Namen eingeben, dann kommen sie direkt auf die Seite. Und darüber können sie mich natürlich auch jederzeit anschreiben. Ist gar kein Problem. Okay, dann sage ich danke fürs Mitmachen. Vielen Dank.